bla 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 bla. Nein, nicht Sonntag. Auf geht's zu Wiesn! Oh, Zapfdüß! Weiß-blauer Himmel über München. Wir sind für euch auf dem Oktoberfest und checken mal, was ist denn das angesagteste Outfit? Trash oder elegant? Auf welche Accessoires kommt es drauf an? Wir sind für euch unterwegs. Mitkommen. Also an alle Wiesengaudi TV Zuschauer, das ist die Augsburger Tracht, die man unbedingt anziehen muss. Gell? Ja, muss man. Wie lange hast du überlegt, bis du heute gesagt hast, dieses Dirndl wird's? Circa 2 Stunden. Wow. Und wie war da der Plan? Weil ganz viele Mädels schauen jetzt natürlich Wiesengaudi TV und denken sich, wow, wie bereite ich mich davor, wenn ich auf die Wiesen gehe? Also, als erstes muss man überlegen, was zieht man an? Wie ist man fesch? Und dann fesch musst du erklären für alle Menschen, die nicht aus Bayern kommen. Weil hier schauen ja nicht nur Bayouvaren zu, gell, unter uns. Also sagst du, ja, also fesch ist... Fuck her right in the pussy. Yeah, right. Das übersetzen wir jetzt mal nicht. Fest ist, wenn man einfach gut auf den Wiesen ausschaut. So, okay. Und ihr auch habt... auch traditionell. Auch traditionell. Das ist wichtig. Und wieso habt ihr keine Dirndl an? Ja, wir dachten, wir stehen mal ein bisschen aus der Menge raus. Ein bisschen individuell. Ja. Auffallen um jeden Preis. Sixties-mäßig das machen. Ist Sixty das neue Dirndl? Ja. Ja. Erklär mal, was du jetzt in dem Dirndl nicht magst, warum du keins angezogen hast. Naja, also erstmal, sie hat Brüste, ich habe keine. Das erklärt alles. Sag mal, welches Fernsehen seid ihr überhaupt? So, jetzt wisst ihr, gell? Jetzt wisst ihr Bescheid. Also, Mädels, aber ihr habt noch einen Jungen mit dabei. Guck mal, der hat sich wenigstens mal ein bisschen... Oh Gott! Ohne Lederhose. Ohne Lederhose. Gut, sagen wir mal so, stets bemüht, ja? Ist das dein Freund? Nein. Achso, ich dachte, sonst hast du ihn gezwungen, dass er ein bisschen nein, an dich angepasst hat. Niemals. Nein. Das ist unsere Freundin. So, und wieso hast du jetzt keine Lederhose an oder ist das eine vegane Hose? Oder woran erkenne ich das? Ich hatte früh ungefähr 10 Minuten Zeit, mich umzuziehen, habe meine Lederhose gescheit gefunden. Aber immerhin hast du dir ein bisschen Mühe gegeben, ne? Eine Weste ist da, ein Trachtenhemd ist da, gut, bei den Haffeln. Aber das ist auch nicht so traditionell, würde ich sagen. Echt? Was fehlt denn da noch? Ja, wo sind hier die... Hosenträger. Ich wollte halt ein bisschen sexy heute ausschauen. Das ist nicht so sexy. Nein, du hättest dich hier so runterhängen lassen sollen. Echt? Ja, das ist ja so cool. Also wenn ihr Hosenträger findet auf der Wiesn, weil ich habe meine verloren letztes Jahr, dann gerne hier nochmal vorbeikommen und dann ziehe ich sie an. Wie passiert sowas? Wie verliert man Hosenträger? Bin ich der Moderator oder sind das hier die Moderatoren? Das frage ich mich ja jetzt schon, oder? Wir sind die neuen Moderatoren. Mädels. Ja. Also wie gesagt, Deal steht. Wenn ihr Hosenträger findet, kommt vorbei, ich ziehe sie an. Okay. Machen wir. Dann euch viel Spaß noch, liebe Sixties und liebes Augsburger Trachtenmädel. Ja, danke. Haut's rein. Viel Spaß. Ja?